Herzlich willkommen und zurück zu LS17 auf der Map Silbershusum. Ja, wir waren in der letzten Folge dabei. Unser eines Maisfeld haben wir fertig abgedroschen. Jetzt wollte ich den Mais nur mal schnell in unser Lager bringen, weil das andere Lager, wo das Schweinefutter ist, ist voll. Da haben nur 20.000 Liter reingepasst, 20.000 Liter Mais. Da wir noch so viel Mais haben, können wir das direkt einlagern. So, wollen wir mal. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie wir da so wirklich hinkommen. Wow, aber ich glaube, wir mussten hier lang. Können wir mal die Karte anmachen. Ich glaube, das war an den Shop vorbei. Auf jeden Fall. Gucken wir mal. Guten Tag, guten Tag. So, ich glaube, das war da hinten, genau. Ich glaube, das war hier hinten. Da sind noch unsere, da ist unsere neue Schweinemast. So. Gucken wir mal, genau. Schönen guten Tag. Den Hof haben wir uns ja gekauft, wo wir die Goldnuggets gesucht haben und gefunden. Da mussten wir den Hof zu kaufen. So, dann machen wir das Ding mal an. So, ist an. So, und dann wollen wir mal hier reinkommen. Und geben wir unseren ersten Mais mal hier rein. Passt der rein? Ja, passt. Sehr schön. Dann können wir hier einmal außen rumfahren. So. Einmal zurück. Und dann direkt zum Hof, weil da werden wir gleich anfangen mit dem Weizen. So, kommt da einer? Kommt keiner. So, dann fahren wir mal. So. Werden wir mal schnell zum Hof wieder zurückfahren. Und dann gucken wir mal, wie weit unser Weizen ist. Dürfen wir in der Stadt überholen? Na klar, dürfen wir. Zack. Ah, der sieht auch mitgenommen aus, unser Mann. Haben wir aus Russland gekauft von unseren Händlerkollegen. Der hat gesagt, hier, ich habe einen schönen LKW für dich. Musste ein bisschen was ran tun, ein paar Schönheitsfehler. Aber dafür bringt er der gute Dienst. Dann haben wir gesagt, na komm, kaufen wir. Und man sieht, sieht doch eigentlich relativ gut aus. Dann machen wir mal die Plane rüber. Sieht da glatt besser aus. Der alte Russen-Kennzeichen hat er auch noch dran. Ja, passt schon. So. Da sind wir auch schon gleich auf dem Hof. Ah, er macht, er fliegt weiter. Das ist sehr schön. So. Da ist schon unser Hof. Das ist auch gut. Bremsen. Tag. Müssen wir hier überhaupt durch? Ah, klar. Was? Was ist das denn? Klar, passen wir hier durch. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ah, ist noch nicht ganz reif, ne? Noch nicht ganz reif. Unsere anderen Felder, 16, ist auch noch nicht reif. Das ist auch noch nicht ganz reif. Dann können wir noch so lange Saatgut herstellen. Dann stellen wir halt noch so lange ein bisschen Saatgut her. So, zack. Du kommst hier rein. Du kommst auch da rein. So, Getreide ist schon wieder alles getrocknete. Müssen wir mal wieder nachfüllen. So. Und dran. Und kippen. Oh, da haben wir einen gerade runtergehauen.
So, jetzt haben wir aber, ja, das war mir klar, jetzt haben wir das nicht mehr. Oh Mist. So, dann machen wir erstmal das alle. Hier gibt es schon leicht den nächsten. So. Sehr gut. Dich können wir mal nach hier stellen. Und weiter geht's. Zack. Dann können wir in der nächsten Saison richtig schön durchstarten mit unserem eigenen Saatgut. Was ist denn hier los? So. Und wundert euch nicht, das hier, was hier liegt, haben wir ausgekippt. Das war, ist nicht von, dass es undicht ist. Wir haben es aus Versehen einmal nur daneben gekippt. So, zack. Sehr gut. Dann gucken wir nochmal. Immer noch nicht ganz. Das ist, welche Wachstumsstufe ist denn das? Die zweite. Das dauert noch. Das dauert noch. Können wir noch so lange schön. Denn wir wollen ja eigentlich nichts mehr kaufen. Wir wollen ja mal schön Gewinn machen. Deswegen brauchen wir jede Menge. So. Und zack. Wow. Ja, damit. Drin. Drin. So, und gucken wir mal und zack. Getroffen. Und zack. Auch getroffen. Ei, wir sind ja sehr gut. Es ist aber alle, okay. So. Geben wir den Rest mal rein, was wir haben. So. Ist alle. So. Es gibt keine Beize mehr. Dann müssen wir noch mal ein bisschen Beize nehmen. So. Dann wollen wir mal. Oh, es läuft ja auch die ganze Zeit auf 15, habe ich gar nicht drauf geachtet. So, machen wir nochmal auf 5. Wow. So. Ach. Okay. Na komm, dann gucken wir dich ab. Ich wollte mal was testen. So, einmal, bevor ich mit der Schaufel hier arbeite, was testen. Schaufel brauchen oder ob wir es gleich so machen können. Ihr wisst, so einmal auf abkippen. So, zack. Hier. Und kippen. Ich bin mal gespannt, ob wir es so drauf tun können. Gut, das geht natürlich nicht. Das hätte aber klappen können. So, zack, kippen. Unsere gute Mulde. Stellen wir dahin. So, und zack. So, und rein in unseren getrockneten Weizen. Viel ist drin. Zack. So, dann tun wir vielleicht die nächste noch rein.
Muss jetzt noch mal so ein kleines bisschen passen. So. So, und ist voll, das ist gut. So, können wir die Schaufel direkt absetzen. Dann fahren wir raus. So, kommen wir wieder mit. So, rückwärts. So, jetzt, ich wollte einmal gucken, ob das jetzt schon fertig ist. Oh, falsch. Bank verlassen. So war das. So. Silbersumer, Schafe, weiter. Saatgut, Beize, bei uns, genau. Details. Produktion, Saatgut, ist fertig. Also, wenn da immer was liegt, ist schon fertig. Okay. So, und Basketball. Pum. Getroffen. So, und das ist sehr schön, produziert gleich weiter. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich bald anfangen. Dich fahren wir mal nach hinten schon mal. Wir können dich hier dann eigentlich auch starten lassen. Wenn du soweit bist. Guten Tag. Guten Tag, Sie sind hier am Pflügen. Am Pflügen sind Sie. Sehr schön. Sehr schön machen Sie das. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt einen Unterschied macht, ob wir jetzt schon. Ob wir jetzt schon direkt. Mit den Ernten anfangen. Es ist ja reif. Aber wir haben auch drei Reife gerade. Ist das halt vielleicht nur, wenn man mit Frucht zerstört. Also, wenn man mit. Das Feld auch verrotten kann? Das weiß ich gar nicht, ob man das damit macht. Ansonsten, so, was haben wir denn? Schneidwerk, wollen wir nicht. Oh, Strohablage an, natürlich. Wir brauchen Stroh. Oder? Da wollte ich nochmal gucken, ob wir überhaupt Stroh brauchen. Aber ich glaube, wir brauchen Stroh hier. Nee, Ferkel. Weizen und Schweinefutter, okay. Was war da hinten? Brauchten wir da vielleicht ein bisschen Stroh? Ich glaube, hier brauchten wir Stroh. Bei der Aufzuchtstation. Da brauchen wir Stroh, genau. Da brauchen wir ein paar Ballen Stroh. So. Oh, du bist aber auch schon total dreckig. Ja, dich wollen wir gar nicht. Dich wollen wir. So, dann wollen wir dich mal arbeiten lassen, dann könnten wir auch gleich dann Ballen pressen, natürlich. Oh, das ist Feld 49. Wir starten Nordwest Richtung Osten. Vorgewende machen wir mal 2. Wir starten beim ersten Wegpunkt. Ja, das schafft er bestimmt wieder nicht. So, dann
Gucken wir mal. Eigentlich müssten zwei Vorgewinde reichen. Aber jetzt haben wir gar keinen. Ah, Mist. Da haben wir jetzt gar nicht dran gedacht, ne? Wo ist eigentlich unsere Presse? Wo haben wir die eigentlich hingefahren? Wo ist eigentlich unsere Presse? Ach ja. Aber wir brauchen dich, ne? Für die Presse bräuchten wir dich. Weil die anderen sind zu schwach, um die zu fahren. So. Zack, das müsste auch gleich voll sein. So. Und. Zack, haben wir drauf. Dann kippen wir hier nochmal jetzt was rein. Und kippen. Sehr schön, ist voll. So. Er macht weiter. Pferde von meiner Tochter. Dich können wir mal ein bisschen mal so zur Seite fahren, dass du nicht ganz so störst. Ja, das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Er ist auf jeden Fall jetzt richtig am Arbeiten, ne? Im Weizen. Oh, hier kommt aber auch was runter. So. Den Kurs speichern wir mal. Feld 49. Dreschen. So, du läufst. So, dich brauchen wir bestimmt sofort gleich. Dich können wir mal noch da hin. Ne, ich lassen wir mal hier stehen. Wir brauchen auf jeden Fall auch dich, nehmen wir mit dem anderen. So. Wo ist denn der andere Anhänger? Der erste, den brauchen wir auch. Weil den nehmen wir gleich dann für das gebeizte Saat. Gut. Ich will da mal wissen, ob wir das hier manuell anschalten können. Irgendwas konnte man da anschalten. Zack, rein hier. Mach wieder zu. So. Wenn wir oben gehen. So, wir können anscheinend zur automatischen Befüllung wechseln. Automatisch. Lassen wir das mal drin. So, Hackschnitzel sind drin. So. Das müsste soweit erstmal reichen. Dich brauchen wir gleich natürlich auch zum Pressen, also zum Abholen der ganzen. Können wir das auch schon mal kurz vorbereiten. Dich brauchen wir auch gleich. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da rausgepresst bekommen. Wenn das zu viel sind, dann können wir die irgendwo anders einlagern. So, das setzen wir mal hier rauf. Ich würde sagen, hier stellen wir dann unser Drescher hin und unsere anderen, die lassen wir woanders stehen. So. Da brauchen wir auch schon gleich das hier. Da kommen wir gleich mal zurück. Rückwärtsgang. Unsere gute Gabel brauchen wir dazu. So, ein bisschen weiter vor noch. Das lassen wir stehen. So. Haben wir das schon mal vorbereitet, ne? Gut, den müssen wir gleich einmal abtanken. Das werden wir dann in der nächsten Folge tun. Er fliegt weiter. So. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, nächste Woche oder wieder zum Special-Spezialtag. Ich weiß es noch nicht. Daumen nach oben nicht vergessen. Ihr wisst es alles. Lasst mal Feedback da, dann weiß ich, was ich verbessern kann oder was ich anders machen könnte. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bei Bürgerim LP.